erstmal kurz überlegen. Du hast ja jetzt schon Permission to go to Grog, ne? Permission to go to was? Go to Grog. Ach, hab ich schon. Ja, hast du schon. Du hast Ruf 82 oder so. Oh. Jetzt weißt du ja, er ist der Anführer des Druiden-Suchtrupps, ne? Kannst ja mal kurz gucken, was er so anbietet an Waren. Aha. Zeig mir das. Armeebogen. Uiuiui. Genau, wolltest du nicht, hattest du nicht irgendwie mal vor, den Waldläuferbogen zu kaufen? Ja. Soll ich den mal holen? Ja, den kannst du natürlich noch nicht benutzen. Ich brauche noch Jagdgeschick, naja. Ja, das kann der ja, die, kann der dir ja nicht beibringen. Ach, egal. Reicht momentan. Machen wir später. Ja. So, was so, okay, pass auf. Geh dann wieder zu Nemrog. Okay. Wieder zu Nemrog, ja. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer Grog? Du hast schon viel für Geldern getan. Du darfst zu ihm. Das Geile ist, er jagt, der eine jagt der Waldläufer und ich habe eine Waldläuferkleidung an. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei, Junge! Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. So, jetzt renn geradewegs zu Grog und rede mit ihm. Attacke! Grog ist der oberste... Übelste. Schamane, ne? Oh, ein Schamanentyp. Ah, okay. Interessant. Sag, was du willst. Und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Also, pass auf. Lass mich mal kurz gucken. Ja, red mal mit ihm ordentlich. Ordentlich. Und frag ihm irgendwas. Nicht unordentlich. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mora? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höherem Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ah, okay. Ah, hier kann ich Roben anlegen, oder könnte mir deren. Ja, das ist aber was Spezielles. Ja. Was weißt hast du, Xara, was kannst du ziehen? Oh, warte. Ja, schon gut. Ja. Ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden breit gemacht haben. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Runak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt, um sie zu finden. Warte. Wohin hast du deine Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolog ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Doch es ist schon einige Zeit her, dass er sich gemeldet hat. Geh und sieh nach, was die da treiben. Aber beeil dich damit! Ich hasse es zu warten. Klar! Ja, okay. Was genau wollt ihr von den Druiden? Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tierarten verschrieben haben. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen, um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Okay. Also, das ist eigentlich alles, was du jetzt erstmal wissen müsst. Du kannst ihn jetzt natürlich noch weiter hier ausfragen. Oder kannst aber auch das erstmal den Druiden machen. Ich frage einfach weiter aus. Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nochtmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mora! Mora! Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkirche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben.
Mir wär wohler. Sie befänden sich in unserem Besitz. Ach so. Ja, die Feuerkirche werde ich ihm nicht bringen. Nein, das wirst du ganz sicher nicht. Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Mora. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen alle noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Cool. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der Einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst. Ah, okay. Gut. Guck erstmal diese Karte. Guck dir mal die Karte an, die er dir gegeben hat. Das ist sicher interessant. Edison, wo ist die Karte? Bei den Karten da, bei den Schriftstücken. Nicht wirklich. Ach man, so lange war das noch wieder nicht her, dass wir das zuletzt gespielt haben, das Spiel hier. Ach, hier meinst du, ach. Da. So, das, wie du siehst, die Kreuze bilden, zeigen eine Ork-Ausgrabung. Ach so, hier, hier, hier. Und du kannst sehen, dass die größtenteils im Warrand liegen, ne? Außer hier oben, waren wir da schon? Das ist der Tempel von Trelis da oben. Ah, da waren wir schon, alles klar. Ja. Nur jetzt aus reinem Interesse, ne? Da, kommt später da noch zum, da. Zum Einsatz. Alles klar, cool. So, jetzt wird's eben ein bisschen komplizierter. Es geht ja jetzt hier um die Druiden, ne? Jo. Fakt ist, du möchtest den Druiden nichts antun, oder? Ja. Geh nochmal zu Gunok. Da ist er. Nee, okay, mach Ende. Also, zufälligerweise ist das so. Gunok führt irgendeinen Druidensuchtrupp an. Und wie du siehst, macht er hier ja nur Scheiße, ne? Ja. Sitzt er hier nur rum, macht ja nichts. Du kannst ihn ja deswegen anpöbeln und da wirst du mit ihm kämpfen. Das wirst du jetzt aber aufschieben, dass er dann gegen dich kämpft. Wir wissen jetzt, dass, also ich weiß, dass dieser Runak in der Nähe von den Sildener Wasserfälle ist. Und dort in der Nähe ist auch diese komische Bergruine, wo du das mal nach Artefakten untersuchen sollst. Ja, und im Süden... Um zum Punkt zu kommen, wir machen das jetzt so, damit du mehrere Sachen in einem Rutsch machen kannst. Ah, okay. Und was jetzt wirst du eine Reise unternehmen. Wenn du auf der Karte mal kurz gucken würdest, bitte. Ja, hier hin. Genau nördlich von... Geldern bis zu den Sildnern Wasserfällen musst du jetzt alles durchstreifen, die Bergruine untersuchen, Runak aufsuchen und auch für den noch etwas tun. Ja. Was mit den Druiden im Süden? Da werden ja auch noch welche. Mein Thorn, der gibt dir ja seinen Druidenstein, wenn du die Leute dazu gebracht hast, hier für dich zu kämpfen. Ach, haben wir den schon auf? Das kannst du auch jetzt schon in die Wege leiten, weil du ja für Marius herausfinden sollst, dass in den Tempel hier links kein Feuerkelch ist. Wer war Marius? Die haben das so programmiert, sobald du Möglichkeit hast, da reinzugehen, sagt der Protagonist, ja, ich habe da drin nichts gesehen, da gibt's keinen. Und sobald Marius das weiß, wird er die Revolution in Gang setzen. Und wer ist Marius? Das ist dieser Feuermagier, der die Revolution anführen würde. Wo ist der denn? Ja, ich dachte ihr Bescheid. Ja, sagt ihm auf keinen Fall Bescheid. Oh. Denn wenn du Leute für die Revolution bereit machst, dann ist dieses Grüne weg, das über allen Leuten schwirrt, ne? Siehst du ja, ne? Ja. Dieses Grüne hat einen bestimmten Vorteil, aber dazu kommen wir später. Jetzt würde ich sagen, dass du diese Reise in den Norden machst. Ja gut, dann mache ich das mal eben. Das klingt jetzt etwas komisch hier für dich, aber ich habe das alles geplant. Ich habe da so meine Gründe. Ah, okay. Und dieser Thorn, das war der, den wir schon getroffen haben, oder was? Ja, genau. Aber es geht ja jetzt um diesen Runak und der ist im Norden. Der ist bei den Sildener Wasserfällen. Okay. Geh links. Hier links? Nee, geh links. Geh am besten Richtung Wolfsmine wieder. Ach ja, genau, du rennst jetzt nachts. Das ist jetzt natürlich besonders wagemutig, aber... Ach, kein Problem. Wenn ich speichere, ist alles okay. Ach, dann geht's da. Ja, ich meine jetzt nur, dass sich die Zuschauer darüber aufregen, dass es zu dunkel für die ist. Man sieht doch hier eigentlich schon noch was. Wie viel Uhr ist denn da gerade im Spiel?
Ich habe keine. Warte. Hand vor Knochen. Meine Digitaluhr hat gerade den Geist aufgegeben. Drück auf L, bitte. Ah, nicht mal Mitternacht. Naja, trotzdem. Jetzt kommt natürlich die tolle Nachtwaldmusik. Ah, die habe ich auch noch nicht erlebt. Und hier ist eine Truhe. So. Also, Kompass hast du. Kompass? Lauf. Den Kompass unten links, ne? Einfach nach Norden auf. Ja, gut. Es wird scheiße gefährlich auf dem Weg sein. Du wirst Gefahren begegnen, denen du lieber aus dem Weg gehen solltest. Mach mir hier keine Schiss hier. Ja, ich will dir doch nur so Bescheid sagen, verdammte Scheiße. Ah ja, vielleicht kann ich nochmal hier dem besonders eifrigen Sklaven sagen. Hey, ich hab dir geholfen. Kannst du mir irgendwas geben oder so? Oh Mann, ey. Ich bin beschäftigt. Nee, anscheinend nicht. Voller Sack. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. So, dann mach dich mal auf die Reise. Ist das hier nicht, wo der Dino ist da hinten, ne? Gut. Ja. Ach, du hast Angst vor dem Dino? Oh mein Gott, das will. Ist das derselbe wie oben? Oh mein Gott! Ja, verdammt nochmal! Das ist ein bisschen. Jetzt verstehe ich, warum du das meintest mit dem. Angst vor dem Dino? Oh. Irgendwelche Zauber oder so? Vergiss es. Womit wir jetzt beim nächsten Punkt der Gothic 3 inkonsequent sind. Erinnerst du dich noch? Oh, bei Gothic 2 haben sie es übrigens auch falsch gemacht. Gothic 1. Kommt auf mich zu. Was sagte der Trolljäger? Seine Haut ist zu hart für jede Klinge dieser Welt. Die schärfsten Pfeile würden an ihm einfach abprallen. Doch ich habe eine Möglichkeit gefunden, sie zu besiegen. Blödsinn. Das Schwert, was du jetzt in der Tasche hast, oder das, was du da ganz am Anfang im Spiel hast, mit dem könntest du sogar einen Troll töten. Ach so. Aber das ist trotzdem eine ziemlich harte Nummer. Ja. Darum würde ich es eher aufschieben, das hält dich jetzt nur auf. Lauf an ihm vorbei. Die Viecher sind ziemlich aggressiv, die sind rot, soweit ich weiß. Trotzdem, die sind auch ziemlich schnell, aber wenn du sprintest, kommst du ihnen davon. Ja, du merkst, ich rede vom Plural, da sind mehrere davon. Und da ist ja die noch. Ja, links. Du musst folg einfach dem Flusslauf, aber halt dich links. Auch wenn da die Trolle sind. Ich sehe die noch nicht mal richtig. Also da, ich muss mal gucken hier. Der ist ja riesig hier, verdammt nochmal. Rechts ist aber nichts hier, oder? Monstern. Ja, rechts ist die Ebene von Silden, aber das interessiert uns noch nicht. Oh, das ist ein Lurker hier. Verdammte Scheiße. Hey, komm! Ich stehe hier direkt, du brauchst nicht zurücklaufen. Ist irgendwie doof oder so? Kann das sein? Du genauso. Da! Ob da gerade einer ins Klo geschissen hätte, hat sich angehört, so plumps. Plumps. Ja. Oh, das passt so richtig geil. Bei dem Regen. Und den strahlenden Sonnenschein hier. Ja, manchmal ist die Atmosphäre auch nicht hundertprozentig passend. Junge, jetzt komm mal her, Junge. Du bist echt so eine. Mann, du siehst doch, dass. Nein, jetzt hab ich aus dem Fenster rausgekriegt. Jetzt renn ihn doch nicht in die Pranke rein. Ich habe gerade aus Versehen aus dem Fenster rausgeklickt, deswegen war ich gerade etwas. Schon wieder dieser Fehler, ich dachte, den hättest du behoben. Jetzt kann ich auch nicht mehr. Das ist ganz komisch. Nur manchmal kann ich da. Geht die Maus aus dem Fenster raus hier. Sehr strange. So. Guck mal nach oben, da müsste jetzt so ein Fels rüberhängen, oder? Ja, so ein bisschen. Auf diesem Felsen drauf ist diese komische Ruine. Da oben meinst du. Nee, der ist jetzt rechts neben dir, dieser Felsen. Hier irgendwo. Okay. Glaube ich zumindest. Du musst dich jetzt links irgendwie nach oben schlagen und dann immer nach oben kommen. Mhm. Das Problem ist, dass es ein paar ganz miese Viecher auch in diesem Wald da oben gibt. Gibt's hier eine Möglichkeit, nach oben zu kommen? Yeah. Der ist gerade im Wasserfall hochgeschwommen, hast du gesehen?